Ferdinand Pirch wäre stolz auf den Pirch GT. Aktuell noch ein Erprobungsfahrzeug, aber mit sehr interessanten technischen Daten. Und genau die haben wir einmal kurz für euch zusammengefasst. Und damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive. Das angepeilte Leergewicht von unter 1800 Kilogramm ermöglicht dem Pirch GT in Kombination mit seinen rund 450 kW, sprich 611 PS, eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in weniger als 3,0 Sekunden. In unter 9 Sekunden durchbricht man die 200 km/h-Mauer. Die 20 Zoll bzw. 21 Zoll Räder müssen ganz schön was aushalten, wenn die drei Elektromotoren mit jeweils 150 kW Peakleistung die volle Leistung entwickeln. Die 75 Kilowattstunden fassende Batterie soll an einer geeigneten CCS-Schnellladesäule innerhalb von 8 Minuten wieder bis zu 80% gefüllt sein. An eigenen Entwicklungen würde es sogar noch schneller gehen. Der neue Pirch GT soll überzeugend die Gene eines klassischen Sportwagens ins Elektrozeitalter transportieren. Damit das gelingen kann, produziert an der Vorderachse ein Synchronmotor 150 kW Leistung, während an der Hinterachse zwei Synchronmaschinen mit je 150 kW Leistung für zusätzlichen Schub sorgen sollen. Durch die Anordnung der Batterien, ein Teil ist im Mitteltunnel untergebracht, der Rest an der Hinterachse, sind eine ähnliche Achslastverteilung und ein Fahrverhalten möglich, wie sie bisher nur in reinen Sportwagen mit Verbrennungsmotor vorbehalten waren. Das Package soll, im Gegensatz zur weit verbreiteten Unterfluranordnung, eine sportwagentypisch niedrige Sitzposition sowie ein präzises Handling mit unmittelbarer Rückmeldung an den Fahrer ermöglichen. Der 4,43 Meter lange, ohne Außenspiegel 1,99 Meter breite und gerade einmal 1,25 Meter flache Pirch GT verfügt über einen Radstand von 2,62 Meter und eine Gewichtsverteilung von 40-60%. Etwas mehr Gewicht also auf der Hinterachse, die, wie gesagt, über zwei Elektromotoren verfügt. Und warum wäre Pirch stolz? Weil es noch weiter geht. Das flexible modulare Konzept dient mit seiner Fahrzeugarchitektur als Basis weiterer Varianten. GT, Sportlimousine und SUV. Diese drei Kürzel stehen für weitere Mitglieder der Baureihe. Neben dem Pirch GT sollen nach und nach mit dem sportlichen Elektro-Pirch SUV und der viersitzigen Sportlimousine die Produktfamilie komplettiert werden. Die Fertigung des Pirch GT soll in den Hallen eines renommierten Autoherstellers erfolgen, wobei der Hersteller bereits im ersten Jahr eine Stückzahl von 1200 Fahrzeugen anpeilt. Wir warten nun also gespannt auf das Jahr 2024, denn dann soll es mit dem Pirch GT losgehen. Wie gefällt euch das Fahrzeug? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und hinterlasst, falls noch nicht geschehen, auch gerne ein Abo. Wir besprechen hier nicht nur Traumfahrzeuge, sondern auch Fahrzeuge, die sich jedermann leisten kann. Versprochen. Das war Electric Drive. Zum nächsten Mal.